Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gorazul. Also eigentlich sollten wir jetzt noch jemanden dabei haben, nämlich den Lehrling von Jinai. Aber... keine Ahnung. Also wir haben ja gesagt, ja, wir wollen ihn mitnehmen. Und wo ist der Bursche? War der Lehrling eigentlich auch der Diener? Wir schauen mal noch durch diesen Durchgang. Und dann würden wir nochmal das Glöckchen klingeln. Ich komme nicht weiter. Eine magische Barriere hält mich vom Betreten des Raumes ab. Okay, dann halt nicht. So, aber... wo ist jetzt der Typ, den wir mitnehmen sollen? Wir machen nochmal Ding Dong. Wenn ich klingle, wird sicherlich jemand aufmerksam. So ist der Plan. Ich betätige die Klingel. Ding Ding. So, bist du derjenige, den wir mitnehmen können? Leider ist Meister Jinai zu einer Mission unterwegs, die so geheim war, dass er mich auch nicht sagen konnte, wohin sie ihn führt. Er wird in einigen Wochen wiederkommen. Fühlt euch bis dahin wie zu Hause. Habe ich da irgendwas falsch in Erinnerung? Oder wartet der vor der Tür? Der Kiste können wir nichts machen. Haus verlassen. Ah. Meister Jinai trug mir auf, euch zu begleiten. Wie steht es mit euch? Folgt ihr den Anweisungen eures Meisters oder begleitet ihr mich aus freien Stücken? Ich achte die Anweisung meines Meisters. Meine Interessen habe ich den Sein unterzuordnen. Falls es euch aber wirklich interessiert, ich erwarte Erfahrungen auf unseren Reisen zu sammeln, die ich hier während meiner Studien vermisse. Naja, das ist doch zumindest schon mal eine Grundlage. Wir werden uns schon noch verstehen. Und nun komm. Ich werde ihm eine Chance geben. Du solltest dir angewöhnen, die Leute nicht vorher zu verurteilen. Und du solltest nicht so naiv sein. Ich vertraue nur meinen Instinkten. Sag bloß, du fühlst dich wohl in Gegenwart des Jungen. Schwert, jetzt mach mir kein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, er wirkt schon sehr reserviert. Aber das ist kein Grund, ihn abzulehnen. Vielleicht hast du recht. Was bin ich so froh, dass ich keine Besitztümer habe, die mit mir reden. So, Dadaska heißt unser Herr Begleiter. Ist ein Bannwirker, also ein Magier. Ah. Er kann Schocksturm, Feuerschlag und Totenruf. Nekromantie. Ah ja, Nekromantie. Auf Leiche, Untote, Bann. Also ich finde diesen Text da immer schwierig zu lesen. Sei es drum. Und er kann... oh, Heilung. Heilung ist immer gut. So, wenn wir jetzt dieses komische Kampfmenü, Kampfkonfigurationszeug da aufrufen. So, wir müssen uns wegen der Kampftaktiken abstimmen. Okay, worum geht's? Wir müssen uns über deine Zauberstrategie unterhalten. Was ist damit? Ja gut, der hat möglicherweise einen Schutzzauber, die Heilung. Ansonsten habe ich nichts Schutzmäßiges gesehen. Also wir sagen mal, er soll Angriffs- und Schutzzauber wirken. So, okay. Nicht zu offensiv, nicht zu defensiv. Ich halte mich dran. So, Mana ist mir jetzt erstmal egal bei ihm. So, und die Entfernung zum Kampfgeschehen. So, so, sag an. Du sollst grundsätzlich auf Abstand zum Kampfgeschehen bleiben.
Da er nur Fernkampfattacken scheinbar hat. So, gut, also Abstand halten. Ist vielleicht besser so. Sehr schön. Dann haben wir das erledigt. Und was hast denn du so dabei? Eine Rüstung 1 und Intelligenz 1. Ein paar normale Schuhe und eine normale Hose. Wow. Und ein Gold und ein Silber hat er. Wahnsinn. Gut. Ich will eigentlich, dass er vorläuft. So, der Meister Jenai hat uns ja erzählt, dass hinter seinem Haus ein Portal ist. Hallo, kommst du mal bitte mit? Junge? Ah. So wird dann Schuh draus. Ja, es bleibt abzuwarten, wann ich zum ersten Mal jemanden irgendwo stehen lasse. So, nochmal. Das könnte etwas anstrengend werden. Ich lese auch nochmal die Hotkeys im Handbuch durch. Da war noch irgendwas von Gruppenaufstellung. Ich meine, das war Raute. Nee, Raute tut nichts. Dann sollte ich mir das nochmal ansehen. Nein, ich... Es wird keine leichte Aufgabe sein, außer Jenai und mir, weitere 3 Magier für den Zirkel zu finden. Aber wenn ich das Seelennetz zerstören will, muss ich es schaffen. Vielleicht habe ich in größeren Städten Glück. Da wollte ich nicht hin. Aber ja, also als Gedankenstütze haben wir auch nochmal unsere Quest gesagt bekommen. 3 Magier finden, kriegen wir hin. Wieso rennt der Magier schon wieder vor? Keine Ahnung. Genau, das weiß man nicht. So, aber nicht von der Karte, sondern eigentlich wollen wir nach Norden ums Haus rum. Denn dort soll ja dieser Teleportstein sein. Der da? Felsen? Rosundas steht vor einem Felsen. Die Runen ändern ihre Form. Jetzt kann ich die Schrift lesen. Dort steht, wie lautet das Zauberwort? Also wenn meine Oma zu mir gesagt hat, wie lautet das Zauberwort, hatte ich immer vergessen, bitte oder danke zu sagen. Ist das wirklich bitte? Bitte war richtig. Danke Oma, dass du mir das beigebracht hast. Wir haben ein bisschen Flammen am Boden. So, und du machst jetzt... Ja gut, wir haben ihm ja gesagt, er soll immer wegbleiben. Einmal den Wald angezündet und dann hat er fertig, unser Kollege. Okay, unser Schwert. Ich könnte mal wieder ein ordentliches Bad mit anschließender Politur gebrauchen. Ja. Ja. Hab ich vergessen. Tut mir leid. So, sind wir eigentlich wieder aufgestiegen. Ja, wir sind wieder aufgestiegen. Sehr schön. Ich glaube, das sind noch die Essensbuffs. Meine ich mal. So, diesmal machen wir wieder Abwehr hoch. Ja, Abwehr. Ja, Abwehr. Abwehr. So, und dann sollten wir... wir haben insgesamt 3 Attribute. Also momentan... sind mir eigentlich Stärke, Konstitution, ja, Intelligenz sollten wir halt auch nicht ganz vernachlässigen, weil wir auch so ein bisschen Magier sind. Ja, dann nochmal Intelligenz. Zauberdrachenfertigkeiten. Da haben wir 8 Punkte. So. Also Drachenauge, wie gesagt, auf der Karte, das Sehen ist mir zuerst mal nicht so wichtig. So, da jeweils 2 rein und Drachenstärke nochmal 2. So, können wir unser Schwert skillen? Nein, können wir nicht.
Können wir unseren Kollegen da skillen? Ah ja. Nein, können wir nicht. Gut. Dann schauen wir uns hier mal so ganz unverbindlich um. Wir suchen einen Drachen. Und schon wieder Kampfeslärm. Aber der Drache soll ja eigentlich gut sein. Also wir sollen ja mit ihm reden. Von Kämpfen war nicht die Rede. Also gibt's Hoffnung. Wo geht's jetzt hier noch weiter? Hier nicht mehr so richtig wirklich. Oh. Oh, ja, ich sehe was auf der Karte. So, dann mal bitte den Wolf umbringen. Aber er hält sich schön brav an das, was wir ihm gesagt haben, nämlich sich einfach zurückhalten. So, da oben sieht es nach Höhleneingang aus. Kommen wir da irgendwie hoch? Scheinbar nicht so einfach. Also zumindest nicht per Pfadfindungsalgorithmus. Ah, hier, hinein. Hinabsteigen in die Drachenhöhle. Was macht denn der junge Wolf da? So. Da geht's nochmal um den Block. Wir schauen uns erstmal außen um. Ich drück mich noch so ein bisschen vor der Drachenhöhle. Ihr kennt ja wahrscheinlich das Problem mit meiner Drachenangst, aber nein. Ja gut, wenn unser Held ja auch schon teilweise Drache ist, sollte er mit einem Drachen klarkommen. So, also außenrum ist schlecht. So, und wir gehen jetzt wirklich in eine Drachenhöhle. Tief durchatmen. So, hallo erstmal. Du bist wirklich friedlich, oder? Wer's? Was meinst du, was du hier tust, Mensch? Du trinkst einfach in meine Behausung ein. Naja, ist sowieso gerade Essenszeit. Komm hier rüber, dann geht alles schnell und schmerzlos. Stopp halt. So, wir sollten ja sagen, dass wir von Jinai kommen, ne? Ich bin nicht gekommen, um mich fressen zu lassen. Meister Jinai schickt mich. Ich bin auf der Suche nach dem Stab von Xar. Genau. So, Meister Jinai schickt dich. Das ist etwas anderes. Wozu brauchst du denn den Stab? Es geht dabei um ein Netz, das von Magiern des Bösen errichtet wurde und das die Seelen der Verstorbenen davon abhält, in das Reich der Toten einzukehren. Ich reise nun quer durch das Land auf der Suche nach Magiern, die mich und Jinai dabei unterstützen sollen, dieses Netz zu zerstören. Jinai meinte, der Stab von Xar könnte mir bei dieser Suche von Nutzen sein. Nun, der Stab von Xar ist ein sehr mächtiges Artefakt. Er verfügt über eine geheimnisvolle Magie und überragende Eigenschaften im Kampf. Es ist eine Herausforderung für jeden Magiekundigen oder Krieger, ohne Schaden für sich selbst mit diesem Stab zu kämpfen. Okay. Wieso will man den dann haben? Daher musst du zunächst einen Test bestehen, um zu beweisen, dass du für den Stab von Xar geeignet bist. Nur zu, was soll ich machen? In dieser Höhle befinden sich zwei Tore, hinter denen jeweils eine Aufgabe zu lösen ist. Wähle eines dieser Tore und bestehe den Test. Danach kehre zu mir zurück und ich werde dir den Stab überreichen, wenn du würdig bist. Und noch etwas. Hast du dich einmal für ein Tor entschieden, kannst du das andere nicht mehr betreten. Versagst du bei dem Test, wirst du sterben. Wenn du nicht weißt, ob du schon so weit bist, trainiere lieber noch etwas und komm zurück, wenn du deine Fähigkeiten verbessert hast. Gut, wir sehen uns, wenn ich den Test bestanden habe. Bis dann. Ja, ihr seht das so locker. Ich sehe das gerade nicht so locker. Wir sind noch etwas fragil unterwegs. Na gut, wir schauen uns mal ganz unverbindlich in der Höhle um. Diverse
Knochen oder auch nicht Knochen. Ein großer Haufen menschlicher Knochen. Schluck. Da möchte ich nicht enden. Sehr schön. Eine Rüstung 6. Plopp. Osunda nimmt die Drachenschuppe. Aber das war eine Rüstung, oder? 6. Dies sind tatsächlich Schuppen von einem Drachen. Anziehen. Gib das mal ihm. Er hat eine... Achso, aber eine plus 1 Intelligenz-Robe an. Nee, dann lassen wir ihm das da erstmal. Dann nimm das wieder zurück, dann werden wir das verkaufen. Gibt's hier noch Zeugs? Ein übler Ort. Ja, Drachenhöhlen muss es Schätze geben. Und wenn man die mitnehmen kann, umso besser. Ich habe noch was gesagt von wegen ehrlich sein, aber Drachenschätze sind was anderes. Ein unermesslicher Schatz. Können wir da mal mitnehmen? Das rühre ich nicht an. Ein Hauch von Wehrs und ich bin nur ein Häufchen Asche. Ja, gut, ist was dran. Nein, ich wollte eigentlich nur... Oh, Schatzkiste. Oh, ob ich vielleicht doch mal reingreife. Bei so viel Gold wird wer es doch gar nicht merken, dass ein paar Münzen fehlen. Haben wir jetzt wirklich mal was mitgenommen? Nee, das ist der Kollege. Keine Ahnung, ob wir das mitgenommen haben. Vielleicht sollten wir uns zuerst mal um unsere Prüfung kümmern. Vielleicht kriegen wir dann kostenlos was. So, wo sind jetzt diese Tore? Da, das könnte sowas sein. Schicksal der 5. Schicksal der 5. Und 8 Seelenopfer. Ich glaube, ich von 2 gesprochen, oder? Ja. Das ist Veas selbst und der Ausgang. So. Was nehmen wir? 8 Seelenopfer? Ja, da kam noch... Zeig mal nochmal den kompletten Text. Über dem Tor steht geschrieben 8 Seelenopfer. Oder das Schicksal der 5. Sagen wir mal so, wir sollen ja am Schluss 5 Magier sein. Um zu kämpfen. Weiß zwar jetzt nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber wir nehmen das Schicksal der 5. Oh. Okay. Ausgang zur Drachenhöhle. Ein Tisch. Ein höchst merkwürdiger, schwebender Tisch. Hier ist alles ein bisschen merkwürdig, wo auch immer wir hier gerade sind, aber es geht nur entweder raus oder zum Tisch. Gut, dann Tisch. Und jetzt? Ich grüße dich. Also der Geist des Schicksals spricht mit uns. Ich grüße dich, Rosundas. Ich bin der Geist des Schicksals und meine Aufgabe ist es, dich auf die Prüfung der Schicksalskarten vorzubereiten. Die Magie dieses Ortes wird 5 Karten für dich auswählen, die dein Schicksal bestimmen können. So ein bisschen was von Tarot spielen, oder? Wähle 3 davon und gib mir 2 zurück, indem du sie auf die magischen Felder auf der linken Seite legst. Überlege gut, welche Wahl du triffst. Es kann über Leben und Tod entscheiden. Ja, das hat man uns gesagt. Jeder der... 1, 2, 3. Jeder der 3 von dir gewählten Karten besitzt ein Symbol auf der Frontseite. Schau es dir genau an, denn anhand dieses Symbols lässt sich die schicksalhafte Wirkung einer jeden Karte ablesen. Also müssen wir 3 wählen, die uns nicht schaden können, denke ich mal.
Mit einer umgedrehten Karte kannst du dein dir bestimmtes Schicksal in das Gegenteil umkehren. Aber Vorsicht, nicht immer lässt sich das Unabänderliche auf so einfache Weise überlisten. Also rumdrehen kehrt die Wirkung um? Okay. Prüfe deine Schicksalskarten sorgfältig und überlege genau, was dich erwarten könnte. Die Karten werden dir die Richtung weisen, den Rest musst du selbst erledigen. Mhm. Bist du nun bereit dafür, deinem Schicksal ins Auge zu blicken? Okay, wir ziehen das durch. Ich kenne mein Schicksal, dieser kleine Teil davon lässt mich nicht zurückschrecken. Beginnen wir. Alle hopp. Kühne Worte und hoffentlich wohl überlegt. Beginne nun dein Spiel gegen das Schicksal. Okay, wir können die Anleitung lesen. Schicksal annehmen. So, verdeckte Karte. Achso, da sollen wir die zwei dann ablegen, die wir nicht haben möchten. Gut, dann... Achso. Mit rechts können wir die umdrehen. Ein Hufeisen. Hufeisen klingt doch super. Ein Regenbogen. Regenbogen klingt auch super. Narr. Zauberstab. Und ein Götze. Also, Hufeisen und Regenbogen scheinen mir total unbedenklich zu sein. Der Zauberstab hat was von einem Lolli. Also den Narr möchte ich auf keinen Fall haben. So. Götze, Zauberstab, Götze, Zauberstab, Götze, Zauberstab. Ich will den Lolli. Wir machen den Götzen weg. So, und jetzt nehmen wir unser Schicksal an. Sind wahrscheinlich tot. Okay, wir riskieren es in 3, 2, 1, jetzt. Karten legen. Die Schicksalskarten werden nun gelegt. Ja, hau rein. Ein Hufeisen steht für glückliches Geschick. Dein Angriffs- und Verteidigungsverhalten verbessert sich. Ad plus 1, Paar plus 1. Also Attacke und Parade, okay. Zauberstäbe binden das Mana. Deine magische Energie wird aufgewertet. Mana plus 5. Ja, okay, da haben wir eh zu wenig von. Regenbogen verheißt einen Schatz an seinem Ende. Du hältst 671 Goldstücke. Wow. Und was wären Narr und Götze gewesen? Genau, das weiß man nicht. Aber ja, 671 Goldstücke. Wir können shoppen gehen. Cool. Dann gehen wir hier wieder raus. Wir sind auf jeden Fall nicht gestorben. Ich hatte eigentlich fest mit unserem Tod gerechnet, aber okay. Ja, positiv denken. Immer. So, und der Drache war hier irgendwo, oder? Da waren die Knochen. Wo ist der Drache hin? Ah, da ist er. Hi, Drache. So. Du musst zugeben, du überraschst mich. Ich hätte nicht gedacht, dass du schon bereit für den Stab bist. Aber du hast die Prüfung bestanden und ich stehe zu meinem Wort. Hier hast du den Stab. Aber geh vorsichtig damit um, auch wenn du dich als würdig erwiesen hast. Der Stab von Xar ist kein Spielzeug. Ich hoffe, der kann nicht reden. Ich bedanke mich, großer Veas. Veas schnaubt verächtlich. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Der Stab ist kein Geschenk für höfliche kleine Abenteurer. Du hast die Prüfung bestanden und dich damit als würdig erwiesen. Damit gehört der Stab dir, so lautet das Gesetz. Und jetzt verschwinde aus meiner Höhle, Mensch, und erledige deine Aufgabe. Zu Befehl, Sir.
So, wir haben die Feuerwehrinsel, können wir jetzt, glaube ich, auch direkt so hinreisen. Ah, genau, das weiß man nicht. So, wir schauen noch hier nochmal fertig. Ah, wir können auch mal nach dem Stab schauen. Stab von Xar. Machen wir den auch mal noch in unsere Waffen. Drachenfurcht plus 5, Mana plus 8, Drachenauge plus 5, Drachenstärke plus 5. Und noch ganz viele andere Sachen hoch. Hm. Können wir jetzt die Waffe wechseln? Dreh dich mal bitte um. Ah ja. Jetzt haben wir den Stab in der Hand. Zumindest eine Ersatzwaffe, falls unser Schwert mal gerade keinen Bock hat. Oder wenn wir seinen Angstgegner gegenüberstehen. Man weiß ja nie, wann das mal passiert. So, auf jeden Fall haben wir Gold. Wir können shoppen gehen. So, hier scheint es aber grundsätzlich friedlich zu sein. So. Ich wollte eigentlich nicht... Na gut, da hinten wird sich wohl auch nichts mehr befinden. Wir suchen noch diesen Baum des Lebens. Aber der soll ja... in einem Wald sein, ne? Schafft ihr das da, selbstständig hinzulaufen? Ja, hier ist nichts mehr. Gut, das haben wir dann auch gecheckt. Dann gehen wir nochmal von der Karte runter. Ah, genau, jetzt haben wir hier noch ein Waldstück. Ah, und den Orkwald. Aber vorher machen wir einen Abstecher in unser Dorf. Und... ah, und ich will noch mal zu diesem anderen Stein da. In diesem Wald. Ob der jetzt noch deaktiviert ist oder ob wir da jetzt auch was machen können. Ein paar Erfahrungspunkte nehmen wir gerne mit. Wer auch immer jetzt geredet hat. Wir haben einen Heiltrank gefunden. Der Stein war doch irgendwo ziemlich am Anfang. Ich hätte jetzt gedacht, dass der hier war. Wir hatten doch hier auch so einen Stein gesehen. Oder werfe ich da jetzt irgendwas durcheinander? Ja. Ups. Wer will denn gleich so aggressiv werden, mein großer Freund? Komm her, damit... Dann bringe ich dir Manieren bei, sagt unser Schwert. Okay. Ach so, weil es ein Ork ist. Alles klar. Ja, ich hab's verstanden. Die Hassgegner von unserem Schwert sind die Orks. Also wir hätten jetzt diesen Kampf auch, glaube ich, nicht abbrechen können. Weil unser Schwert ein Eigenleben hat. Okay. Wir haben wieder was gelernt und wir müssen jetzt auch ganz schnell in die Pause. Also bis gleich.